Gut, wir sind unterwegs nach Katzenbuckel und beim letzten Mal haben wir ja die ersten paar Kämpfe bestritten. Hier oben sind ja überall diese kleinen Viecher. Ich würde fast sagen, hier kommen das vorne sieht aus wie ein Mähdrescher. Wir haben ja letztes Mal einige der Tiere, die wir angreifen können, beziehungsweise die uns angreifen hier in der Umwelt, kennengelernt. Ich sag's ja, ein Mähdrescher. Finde ich jetzt schon großartig vom Namen her. So, gucken wir mal, dass wir den hier auch nochmal klein kriegen. Und hier habe ich ja schon beim letzten Mal gemerkt, die Mähdrescher halten extrem viel aus. Das heißt, ich versuche mal ein bisschen... Schmetterschlag, das war aber gar nicht gut. Vielleicht sollte man in so einem Moment auch rechtzeitig verteidigen. Aber kein Problem, wir sammeln weiterhin Erfahrungspunkte. Darauf kommt es ja an. Ihr merkt, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, JRPG ist dafür bekannt, dass man viel grinden muss. Und wir sind schon fast auf Stufe 3. Das heißt, ich würde fast sagen, komm, wir schnappen uns hier nochmal so an. Oh, der hat uns, glaube ich, jetzt erst gesehen. Das heißt, er kriegt die Oberhand. Wir haben nämlich das Ausrufezeichen über seinem Kopf gesehen. Rhinosaurus. Putzig. Alles ganz putzig. Und diese ganzen... Oh, der hat hier aber... Mal schnell verteidigen. Ha, im richtigen Moment verteidigt. Und diese ganzen, ja, Tiere, Monster, wie auch immer ich es bezeichnen möchte, die uns hier angreifen, die können wir dann im Verlauf des Spiels, soweit ich mitbekomme und was man auch in der Demo gesehen hat, fangen. Also, da hat das Spiel schon so seine kleinen Pokémon-Komponenten, möchte man fast sagen. So, was kriegen wir hier? Oh, nur 2 Erfahrungspunkte. Ich dachte, wir könnten vielleicht noch ein Level machen. Na gut, komm, wir laufen mal nach Katzenbuckel, um ein bisschen was von der Story mitzukriegen. Und beziehungsweise den Zauberstab zu finden. Oh, verflixt, ich habe vergessen, dir was zu sagen. Was denn, Tröpfchen? Hier in meiner Welt kannst du R benutzen, um deinen Blickwinkel zu ändern. Hast du Probleme mit der Steuerung, dann kannst du sie unter Einstellungen in deinem Hauptmenü anpassen. Du kannst dort auch die Vibration ein- und ausschalten, alles klar? Also ich persönlich würde sie einschalten, dann rüttelt es einen richtig durch, damit man Kämpfen nicht einpennt. Ich weiß, das ist eine Menge neues Zeug, Olli, aber da wirst du dich schon dran gewöhnen. Das hoffe ich. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz im Hauptmenü, ob die Vibrationen eingestellt sind. Mal kurz schauen. Vibrationen sind nämlich aus. Das ist ja natürlich hier Drehung der Minikarte. Ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Leitstern schaltet die Zielmarkierung aus. Das könnte man natürlich auch ausstellen, um eine schwierigere Erfahrung zu haben. Aber finde ich jetzt, ich lasse es mal so. Vibrationen machen wir mal an. Das kriegt ihr jetzt zwar nicht so sonderlich viel von mit, aber... ich kann hier auf dem Sofa wackeln. So, bestätigen das mal. Ja, das hier ist alles in Ordnung. So, und jetzt geht's ab nach, Katzenbuckel. Genau. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Unterschiede zwischen den Welten sind. Looks to me like a classic case of brokenheartedness. Brokenheartedness? You mean that thing you were talking about before? That's right. The brokenhearted are people who've had part of their hearts stolen. Poor souls just aren't themselves. Go all weird and useless they do. So his heart was broken by... Keep up, will you? Shadar, innit? If anyone tries to stand up to him or does anything he doesn't like, he breaks their hearts into pieces so they can't put up a fight. Jeepers. If he stays that way, we can't get into Ding Dong Dell. Dann solltest du ihm wohl besser heilen, oder nicht, Olli? Zeit, dein erstes gebrochenes Herz zu flicken. Flicken? Aber wie mache ich das denn? Nun, dazu bist du noch nicht ganz bereit. Wir brauchen erst noch ein paar Dinge. Aber ich kenne einen alten Mann, der genau das hat, was wir brauchen. Bin ganz schön nützlich, was? Einen alten Mann? Was für einen alten Mann? Was soll das heißen, was für einen alten Mann? Den alten Mann natürlich, lebt im Wald nördlich von hier. Ziemlich finster, der Wald. Deshalb heißt er auch der finstere Wald. Klingt logisch. Klingt es tatsächlich? Gut, also gehen wir mal in den finsteren Wald. Es war so einsam und auch so bitterkalt. So, okay, wird uns direkt hier angezeigt, können auch hier mal die Übersichtskarte anschauen.
Da oben ist der finstere Wald. Und der finstere Wald ist dann, glaube ich, genau das, was wir in der Demo auch gespielt haben, wo wir, ich will es jetzt hier nicht vorwegnehmen, vielleicht haben Leute die Demo nicht gespielt, aber es gab da einen Bosskampf, den man in der Demo spielen konnte, was ich ganz nett fand. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg da hoch. Jetzt hoffe ich, bin ich mal gespannt, ob wir jetzt von drei Gegnern angegriffen werden. Das wäre fast tückisch. Nee, ein kleiner Kleffer aber. Oh, und wir haben kaum noch Energie. Hier hätte ich vielleicht ein bisschen aufpassen sollen. Ja, hier mal ein bisschen ausweichen. Vielleicht nach dem Kampf. Wobei, ich könnte natürlich auch jetzt hier Proviant einwerfen. Übrigens, ja, komm, ich werfe mal Proviant ein. So, es wurde uns ja im Tutorial anfangs gesagt, dass wir diese Angriffstasten mit dem Steuerkreuz wechseln sollen. Ich mache das mit den L2 und R2 Tasten, was deutlich einfacher in meinen Augen ist, weil man das dann auch gleichzeitig noch laufen kann. Denn wenn ich die Hand halt vom normalen Steuerkreuz nehme und mit dem ich mich bewege, dann ist das ein bisschen unpraktisch. Also nehmt einfach, wenn ihr selber spielt, die L2 und R2 Tasten. So, ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Da hinten hat uns schon wer irgendwas anvisiert. Interessiert mich jetzt aber nicht. Ich schnapp mir hier mal das, was vor uns ist. So, was haben wir denn hier? Ein Uroboros. Watch this. Ja, sieht für mich nach einer nicht ganz gewöhnlichen Schlange aus. Oh, verteidigen. Und die hat sich, glaube ich, gebufft, wenn ich das richtig sehe. Proviant nicht. So, Angriff. Ja. Ja, und momentan sind wir fast noch ein bisschen hilflos, würde ich sagen. Das wird sich natürlich im Spielverlauf dann hoffentlich ändern. Also momentan ist es wirklich so ein wildes Draufgebäsche mit dem kleinen Stab, den wir da bekommen haben. Aber, wie gesagt, alles bringt uns weitere Erfahrungspunkte. Mittlerweile Stufe 3 erreicht, jetzt schauen wir mal. 5 Lebenspunkte, 4 Magiepunkte und natürlich die anderen Werte gehen auch hoch. 1 Angriff, 2 Verteidigung, magische Angriffe 2, magische Verteidigung 1, Genauigkeit 2 und Flinkheit 1. Sehr schön. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz da vorbei. Ja, ich könnte natürlich jetzt möglichst alles, was hier irgendwo am Straßenrand rumlauert, als Gegner mitnehmen. Aber ich denke, da werden eh noch einige Gegner von zukommen im finsteren Wald. Glaube ich zumindest. Deshalb, ja, was so direkt in meinem Weg ist, werde ich einfach mal angreifen. Ich werde jetzt nicht in den ersten Minuten schon total in den Grind-Modus übergehen. Ich glaube, das werden wir in der Let's Play-Reihe eh noch in einigen Videos erleben. So, da sind wir schon fast platt. Das ist ja hier fast schon ein Baseballschläger, den wir hier an unserer Seite haben. Ich frage mich nur, warum Drippy nicht ein bisschen hilft. Der könnte ja ein bisschen, ich meine, als König der Feen würde ich eigentlich erwarten, dass er ein bisschen hilfreicher ist und ein bisschen nützlicher. So, waren hier unten nicht auch noch welche? Da unten haben wir noch einen Uroboros. Komm, den schnappen wir uns auch nochmal eben. Wenn er schon hier so doof in der Gegend rumsteht, was soll's. Come on! So, der Stimulus, also keine Ahnung, ich denke mal, der nimmt irgendeinen Heilzauber oder irgendwie Abwehr erhöhen, irgendwie sowas in der Art. Soll uns jetzt aber nicht großartig stören. Und was ich jetzt, glaube ich, gesehen habe, als wir den Level abgekriegt haben, wurde unsere Energie wieder aufgefüllt, was natürlich sehr praktisch ist. Ist auch nicht unbedingt bei jedem JRPG so. Also ich habe zuletzt Persona 4 Golden gespielt. Da ist es zum Beispiel im Level-Up, du hast zwar höhere Stats und Kugelei bekommen. Wofür auch immer das gut ist, schauen wir doch mal. Und bei Persona war es zum Beispiel so, du hast zwar ein Level-Up gehabt, aber ja, hast deine MP und LP nicht gefüllt bekommen. So, hier haben wir die Spornsprossen, die wir beim letzten Mal gehabt haben. Kräuter, die vor allem dazu benutzt werden, die Effizienz von Tränken zu steigern, insbesondere von Arzneien. Und ein Kugelei, frisches kugelförmiges Ei mit Nährstoffen vollgepackt. Wichtiger Bestandteil jedes Frühstücks. Frühstück. Ach, hier haben wir, guck mal, hier haben wir nochmal so einen Mähdrescher. Nee, nicht Mähdrescher. Oder doch, Mähdrescher hieß er. Na, wo ist er da vorne? Zack. Ich meine natürlich ein Mähdrescher. Ja, das werdet ihr jetzt die nächsten 112 Spielstunden leider ertragen müssen. Jedes Mal, wenn wir gegen den Mähdrescher antreten, der uns hier niedergemäht hat, dann werde ich das genauso aussprechen. So, 5 Erfahrungspunkte, sehr schön. Und Geld haben wir natürlich auch wieder ein bisschen bekommen. So, jetzt gucke ich mal da oben. Wie kommen wir jetzt da am besten? Können wir hier vorbei? Ja, für mich sieht das so aus, als ob ich hier herlaufen müsste.
Ja, hier ist ja auch ein kleines Bröckchen. Sehr schön. Oh, hier greift uns wieder einer von diesen Spatzen an. Ein Fratzspatz. Ja, ich glaube, die Leute, die die Namen für die Monster erfunden haben, die waren damals auch für die Original-Pokémon zuständig, die ja noch einigermaßen nette Namen hatten, im Gegensatz zu dem, was man so hört, wie Pokémon heute heißen. Nicht, dass ich in den letzten Jahren mal Pokémon gespielt hätte, aber man hört ja so einiges als Videospieler. Ach, und die Musik, ey. Ich glaube, da werde ich mich auch in 30 Stunden nicht dran tot hören können. So, wo ist denn jetzt... Hier, oh, hier ist der Wald. Oder? Ja, genau. Hier ist der Eingang. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal rein. Und ich hoffe, wir werden da nicht direkt in einen Kampf verwickelt. Aber ich vermute mal nicht. Ich denke, wir werden uns jetzt noch ein bisschen hier durch den Wald... Ah, okay. Der finstere Wald. Forst der Fabeln. Sieh mal einer an, ein Meilenstein. Das ist praktisch. Ein Meilenstein? Jep, Junge, das sind uralte Steine, weißt du? Kannst sie benutzen, um deine bisherigen Abenteuer festzuhalten. An gefährlichen Orten wie Wäldern kannst du dich nicht einfach auf den nächsten Felsen hocken und deine Memoiren schreiben. Warum denn nicht? Warum denn nicht, fragt der Junge. Geht's noch? Weil es da von grässlichen Viechern nur so wimmelt. Oder etwa nicht? Wirklich? Das klingt aber gruselig. Daran wirst du dich schon gewöhnen, Junge. Aber denk dran, du kannst deinen Fortschritt nicht einfach überall speichern. Ich erkläre dir das nochmal kurz. Berührst du den Meilenstein, werden deine Magie und Gesundheit voll wiederhergestellt. Nicht schlecht, oder? Aber das ist noch lange nicht alles, Mann. Die kleinen Prachtstücke lassen dich auf deinen Fortschritt speichern. Da freut sich der Wandersmann. Deshalb sollst du bei jedem Meilenstein Halt machen und das Ding auch benutzen. Sicher ist sicher, oder nicht? Okay, Tröpfchen. Schick, das höre ich gerne. Hoffentlich tust du auch, was du sagst. Gut, und jetzt auf zum alten Mann im Wald. Ja, dann mal auf zum alten Mann im Wald. Aber wie gesagt, uns wird ja gesagt, wir sollen speichern, also tun wir es auch. Schau mal, die Dinger sind echt praktisch. Mit ein bisschen Glück kannst du die auch irgendwann mal benutzen. Ah, okay, hier sind schon mal so eine Art Schnellreisesystem, vermute ich fast mal. Ja, speichern wir hier erstmal. Deine LP und MP sind wieder hergestellt. Fortschritt speichern, aber sicher doch. So, legen mal eine neue Speicherdatei an. Je mehr, desto besser. Wie gesagt, wenn mal irgendwann was kaputt geht, kann man immer ein bisschen zurückspringen. So, und dann folgen wir doch mal Tröpfchen in den tiefen und dunklen Wald. Es ist auch hier wieder... Also ganz ehrlich, das Spiel ist einfach wunderschön. Sagt, was ihr wollt. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber ich finde es einfach wunderschön. So, führt Tröpfchen uns denn hier hin? Er scheint ja zu wissen, wo es hergeht. Er scheint zu wissen, wo der alte Mann ist. Mr. Drippy! Wait for me! Who goes there? Jeepers. Ollie boy, meet old Father Oak. How do you, a leafiness? Oh, Drippy, it's you. And to what do I owe the pleasure? Well, I got a visitor by her from another world, see? And what it is I was wondering if you might lend us a bit of a hand, like. Oh, I should have known. You only ever come to see me when you are in need. Sorry, you tall ship. You know I'm always very grateful. This boy. Ah, spotted it, did you, you bark ship? Well, well. The pure-hearted one. He who will drive out the darkness. And Rippy, you mean to... That's right, your ancient ship. We're off to give Shadar a right royal hiding. You? Why? As reckless as ever, I see. Very well. You shall have my aid. But first, we had better give the boy a familiar, had we not? Oh, yeah! Clean forgot I did. He's right, Dolly boy. It might be a bit early, but I suppose we better teach you how to conjure up familiars, innit? Familiars?
Yeah, familiars. You're in our world, you can magic up little fighting creatures from your heart, see? They're called familiars. Where we're going, the beasties are only gonna get bigger and meaner. So, you're gonna need a helping hand, or claw, or beak, or tentacle. Can I really do it? Well, there's only one way to find out. You want to help your mom, don't you? Sure I do. Well then, grab your wizard's companion and turn to the page marked Form Familiar. Aber Tröpfchen, der Zauber Vertraute rufen steht hier gar nicht drin. Wie bitte? Der Junge hat recht. Sieh dir seinen magischen Begleiter mal an. Etliche Seiten scheinen darin zu fehlen. Wirklich? Verdammt! Heißt das, ich kann den Zauber nicht benutzen? Ho, ho, ho. Oh, nee, das falsche ho, ho, ho. Ganz so machtlos bin ich nun auch wieder nicht, junger Mann. Oliver, stimmt. Lass mich mal sehen. Vertraute rufen. Ah, hier. Ein Geschenk für dich, Oliver. Du hast eine Seite mit dem Zauber Vertraute rufen erhalten. Vielen herzlichen Dank, Gevatter Eichel. Die entsprechende Seite für einen Zauber zu besitzen, bedeutet aber nicht, dass du ihn auch anwenden kannst. Manche Zauber sind für gewisse Zauberer einfach nicht bestimmt. So ist es nun einmal. Darüber sollst du jetzt den Kopf aber nicht zerbrechen, Junge. Probier einfach mal Vertraute rufen aus, okay? Natürlich, Tröpfchen. So, dann rufen wir doch mal einen Vertrauten. Ruft aus dem Herzen des Zauberers einen Vertrauten herbei, der an seiner Seite kämpft. Ach, herrlich. What's this? That's tidy work, Ollie boy. Look at that. A warrior from your very own heart. A familiar. This is a familiar? That's right. The fighting spirit inside you made flesh. A soldier of your soul. Really help me fight? Ooh. Ooh. Huh? Ouch! That was a mean trick. And the stronger you get, the harder he's gonna hit as well. Wow. Das ist also ein Vertrauter, was? Und er kommt mit uns? Ganz recht, Olli. Je mehr, desto besser, oder nicht? Du sollst dem Kerlchen noch einen Namen verpassen. Oh, er heißt aktuell Wichtel. Das ist natürlich jetzt schwer. Wie nennen wir das Tier denn mal? Müssen wir die Namen da immer ändern? Können wir denn? Wir können ja mal einen anderen Vorschlag geben. Achso. Anderer Wichtel. Ach, Krümel. Wichto und Krümel. Ja, viel Auswahl haben wir hier nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Hätte ich gewusst, dass wir den Namen auswählen dürften, dann wäre mir vermutlich schon was in den Kopf gekommen. Komm, wir nennen ihn mal Krümel. Ich finde Krümel ganz passend für den kleinen Krümel mit seinem Schwert da. Bist du sicher, dass du den Wicht Krümel nennen möchtest? Na sicher. Oliver, wir können dich nicht nur mit diesem verdorrten Zauberstock gewappnet in die Wildnis schicken. Ich habe ein paar Zauber für dich, die dem Kampf helfen werden. Das erste ist ein stärkender Zauber namens Lindernde Hand. Du hast eine Seite mit dem Zauber Lindernde Hand erhalten. Schick, das ist der nützlichste Zauber für Abenteuer auf Reisen. Kratzer, blaue Flecke, Verstauchung, Platzwunden, alles kein Problem für Lindernde Hand. Ach, das hört sich so an, als würde ich mir demnächst dauernd wehtutröpfchen. Und dies ist die Gabe des flammenden Infernos, Feuerball. Schick, der schießt den kleinen Ball aus Feuer, pflanzenartige Bösewichte hassen Feuermann. Sogar der alte Baumheini hier hat Angst vor Feuerball. Ja, ist ein Baum, nicht überraschend. Tröpfchen, wie kannst du es wagen? Du würdest diesen Zauber nie gegen mich richten, nicht wahr, mein Junge? Aber natürlich nicht, Gevatter Eichel. Du hast eine Seite mit dem Zauber Feuerball erhalten. Nun kannst du jederzeit Viereck drücken, um das Zaubermenü aufzurufen. Du kannst einen Zauber wie Lindernde Hand jederzeit benutzen. Feuerball ist jedoch hauptsächlich für den Kampf gedacht. Aber jeder Zauber kann sich in bestimmten Fällen als überaus nützlich erweisen. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, solltest du vielleicht mal dein Magierrepertoire durchgehen. Vielleicht findet sich da ein Zauber, der dir aus der Klemme hilft. Du kannst jetzt das Zaubermenü benutzen.
Huch, wer ist er denn? Uh-oh. Huh? Spoiling for a fight, is it? Better give him what he wants, Ollie boy. Huh? But what do I do? Just think what you want him to do and he'll do it. It's as easy as falling off a log, man. Okay. Just think what I want him to do. Here goes. Hüpfelchen A und B. Jetzt fällt mir gerade auf, wo ich, bevor ich jetzt zu dem Text komme, jetzt wo ich gerade hier Krümel sehe, ich hätte ihn Ernie nennen sollen. Er sieht so ein bisschen aus wie, ist Ernie oder ist es, wie Ernie aus der Sesamstraße, aber na gut. Wunderbar, Olli. Zeit, dass du lernst, wie man Vertraute im Kampf verwendet. Erstmal musst du dich entscheiden, wer kämpfen soll. Du oder dein kleiner Kumpel. Wo wir ihn schon erschaffen haben, sollten wir ihn auch einsetzen. Wähl ihn mal aus. Okay? Here goes. Schick. Und jetzt ab ins Kampfgetümmel mit dem Knirps. Oh ja. Siehst du den Kreis da links oben? Das ist die Ausdaueranzeige von deinem Vertrauten. Das Ding zeigt dir, wie lange er noch weiterkämpfen kann. Alles klar? Je länger du ihn rackern lässt, desto kürzer wird die Ausdaueranzeige. Wenn die leer ist, ist der Arme so kaputt, dass er nicht mehr kämpfen kann. Traurig, oder? Bevor es so weit kommt, solltest du den Kleinen also zurückrufen und ihm Ruhe gönnen. Oh, da gibt's noch was, was du über Vertrauto wissen solltest. Siehst du das kleine Symbol hier? Das ist ein Zeichen. Okay, das Symbol sehe ich. Was sagt mir das Symbol jetzt genau? Das ist sowas wie ein Sternzeichen, aber es gibt nur vier davon. Sonne, Mond, Stern und Planet. Und wie bei Sternzeichen passen Ungleiche besser zusammen. Nutzt das im Kampf aus. Dann wären da die Tricks. Das sind echt mächtige Fähigkeiten, so ähnlich wie Zauber. Und genau wie Zauber kosten sie dich MP. Die Kosten stehen gleich daneben. Stehen sie? Ich sehe da gerade Schnitzer, aber ich sehe jetzt hier gerade... Ah, okay, da. Ein Wirbel aus wahllosen Hieben verursacht bei allen Gegnern, ja, irgendwas. Aber du darfst nicht vergessen, dass du und deine Vertrauten auch MP und MP teilt. Benutzt ein Vertrauter einen Trick oder kriegt er einen üblen Treffer, sinkt deine MP und LP. Mann, oh Mann, das ist eine lange Lektion. Was? Zum Schluss gibt es noch einen Tipp, der echt top ist. Die Ausdauer vom Vertrauten sinkt ständig, also müsst ihr regelmäßig die Plätze tauschen. Du kannst das machen, wann du willst. Drücke dazu einfach L1. Klaro? Jetzt höre ich ja mit dem Quatsch auf. Ich uns beide zu Tode langweile. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen kämpfen, Drippy. Zeit für deinen großen Auftritt. Auf geht's. So, komm, setzen wir hier direkt mal Schnitter ein. Ja, hat seinen Namen zurecht verdient, würde ich fast sagen. Komm, normaler Angriff hinterher. So, jetzt sehen wir, die Zeit tickt quasi runter hier bei Krümel. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich wechsle hier zu Olli zurück und wir haben ja auch hier Zauber bekommen. Dann setzen wir hier mal einen Feuerball ein. Der hat mehr Energie. So, hat leider nichts fallen lassen. So, und dann zum Schluss hier nochmal mit Olli angreifen. So. So, jetzt schauen wir mal, wie das auf XP-Level aussieht. Oh, sehr schön. Hier direkt auf Stufe 2 unser Krümel. So, Krümel Stufe 2. Die Werte seht ihr, die werde ich jetzt nicht nochmal alle vorlesen. Und jetzt weißt du auch, wie man mit Vertrauten kämpft, oder Olli? Um ein echter Champ zu werden, musst du lernen, wenn du deinen Vertrauten von allein lassen sollst und wann du besser selbst das Heft in die Hand nimmst. Ich werde mein Bestes tun, Tröpfchen. Oh, und wenn er mal nicht am Kämpfen ist, hängt der Racker ganz gemütlich im Kreaturenkäfig ab. Im Kreaturenkäfig kannst du deine Vertrauten mit schmackhaften Leckereien verwöhnen. Es gibt jede Menge Leckereien zur Auswahl, manche verbessern ihre Fähigkeiten, andere können ihnen sogar neue Tricks beibringen. Schick! Gibst dem Kleinen genug von ihren Lieblingsspeisen, stärkt das die Bande der Vertrautheit und du kannst ihre Fähigkeiten noch weiter steigern. Aber stopf sie nicht zu sehr mit Süßigkeiten voll, sonst sind sie am Ende noch übersättigt. Man soll mit der Peppelei nicht übertreiben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber merkst dir fürs Erste einfach, dass du dich im Kreaturenkäfig um deine Vertrauten kümmern kannst. Kreaturenkäfig, kapiert. Ich werde mich gut um ihn kümmern, das verspreche ich, Tröpfchen. So, der Kreaturenkäfig kann also aufgerufen werden. Oh, hätte ich beinahe vergessen. Wir wollten dich was fragen, euer Holzheit. Im Katzenbuckel steht ein Wachmann mit gebrochenem Herzen, weißt du? Mit gebrochenem Herzen, sagst du. Shadars böse Mächte breiten sich immer weiter aus. Ihr braucht also... Genau, eure Hoheich. Hoheich? Hoheich? Okay. Bist ganz schön fix. Hast immer noch drauf, was?
ho, ho, ho. Nur Geduld, kleines Tröpfchen. Natürlich habe ich das. Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Verflixt noch eins. Du hast sie hoffentlich nicht verloren, oder? Verloren? Eine Frechheit. Ich habe sie sicher verwahrt zwischen meinen höchsten Zweigen. Da oben herrscht ein ziemliches Durcheinander. Ah, während ich danach suche, könnt ihr mir einen Gefallen tun. Was? Ich habe doch gesagt, wir haben es eilig, oder? Nicht? Wir haben keine Zeit dafür. Tröpfchen, wir sollten Gevatter Eiche helfen. Schließlich hat er uns diese ganzen Zauber gegeben. Ah, wie erfrischend, einem derart verantwortungsbewussten und ehrlichen jungen Mann zu begegnen. Na schön, hab's schon kapiert. Also sag an, was sollen wir für dich tun? Nun, es geht um den Wächter des Waldes. Versteht ihr? Der Wächter, wie? Was ist los mit dem ollen Knacker? Er ist in letzter Zeit etwas ungebärdig geworden und er vernachlässigt seine Pflichten. So, so, so. Das ist nicht gut, was? Wir sollten dir wohl besser helfen, ihm Manieren beizubringen. Hm? Der Wächter? Klingt wie ein harter Kerl. Das Ganze laut sagen, der ist viel stärker als normale Viecher, aber jetzt hast du ja einen Vertrauten auf deiner Seite, Junge. Wird schon schief gehen. Außerdem, wenn du Shadar besiegen willst, kannst du bei so einem popligen Wächter nicht einfach kneifen, oder? Okay, ich mach es. Wie liebenswert von dir. Der Wächter hält sich im tiefsten Teil des Waldes auf, jenseits der Flüsterfälle. Viel Glück. Erst Zauber, jetzt Vertraute. Du wirst noch ein waschechterer Zauberer, oder Olli? Scheint so, ja. Na dann, sieh dir deinen neuen Freund doch mal an, was? Und wie geht das, Tröpfchen? Kinderspiel, Mann. Also hör zu. Guck mal ins Hauptmenü rein, da kannst du Freunde und Vertraute sehen. Da findest du alle möglichen Infos über deine Fähigkeiten und wie die von deinen Vertrauten. Sieht ein bisschen kompliziert aus und es gibt eine ganze Menge Optionen, ehrlich gesagt. Aber das hast du bald raus, Mann. Der ganze Zaubereikram ist noch neu für dich. Du kennst also noch nicht alle Kniffe, verstehst du? Aber wenn du weiter gegen Monster kämpfst, wirst du mit der Zeit stärker und steigst Stufen auf, kapiert? Du lernst sicher bald ein paar neue Freunde kennen und so weiter. Also vergiss nicht, die unter die Lupe zu nehmen, wie ich es dir gezeigt habe. Alles klar, Tröpfchen. So, Freunde und Vertraute können im Hauptmenü abgerufen werden. Und ja, bevor wir weitermachen, sind wir jetzt bei 27 Minuten. Das ist ganz gut, wieder um Cut zu machen. Beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich dem Wächter des Waldes um uns ein Ding ein bisschen kümmern. Werden uns mal dieses Menü für Vertraute anschauen. Und bis dahin, ciao.